Und damit ein ganz herzliches Willkommen zurück zu Wizard 101. Wir haben die Spinnenkönigin Skati in der letzten Folge besiegt, hier in dieser wunderschönen, netten Höhle hier. Und jetzt werden wir uns zum Draugacht Fort, hieß es, glaube ich, begeben, um dort die Grendel auszuschalten. Wie kommt man denn da hin am besten? Toll, jetzt sehe ich natürlich nicht, welche Farbe das ist. Grün, gelb, also muss das da rot sein. Tatsächlich Draugard Fort. Besiege Grendel Bengel. Ah ja, okay. Grendel sind auch lustige Viecher. Okay, sie haben fast 400 Leben. Könnten wir mit einem Meteoriteneinschlag auf jeden Fall hinbekommen. Das Schöne an denen ist, sie machen sich wenigstens keine Feuerschilder. Tot machen sie sich, aber das interessiert mich relativ wenig. So, noch eine Feuerklinge und dann können wir den Meteor schon draufhauen. Ist echt krass, also irgendwann, wenn man mal guckt bei diesen etwas stärkeren Spielern, da kann so ein Meteor schon mal um die 3.000 bis 4.000 Schaden machen, ne? Ohne Klingen, wohlbemerkt. Ja, das Decathlon-Event ist immer noch da. Aber, boah. Doppelte Anzahl Projektscheine. Oh, ja. Oh, tatsächlich, eine Klinge reicht schon aus. Ja, cool. Besiege Grendel Pfeiler. Pfeiler? Was für Pfeiler denn? Beziehungsweise, wie sind sie auf den Namen gekommen? Oh Gott. Sturmgegner. Ja, wahrscheinlich müssen wir danach noch in das Fort tatsächlich rein. 620 Leben. Okay, hier müssen wir ein bisschen ein paar härtere Geschütze auffahren. Sagt er und schmeißt einen Feuerball. Oh, Sturmgegner sind mies. Habe ich gerade ernsthaft ins Mikro gepustet? Das sollte ich eigentlich nicht machen. Kann zwar eigentlich nicht so viel passieren, aber nur, wenn ich Glück habe, kommt dann so ein richtig schönes Geräusch dabei raus. Und das will keiner. So, Meteoriteneinschlag. Ja, toll. Mythos? Oh, okay, das ist interessant. Irgendwann im Spiel gibt es dann einen Punkt, da machen die Gegner sowas auch gar nicht mehr. Das heißt, dann greifen Sturmgegner wirklich nur noch mit Sturmangriffen und dann ausschließlich mit denen an. Hier in den ersten Welten ist noch so ein bisschen eine Mischmasch. Da kann ein Sturmgegner auch gerne mal, wie wir gerade gesehen haben, einen Mythoszauber einsetzen. Lag? Hilfe, was war das? Plus 30%. Boah. Böse, böse. Ja, einfach nochmal draufhauen. Und? Diesmal treffen wir auch, sehr gut. Ah. Ei, ei, ei. Hundert. Ja gut, dann machen wir erstmal den hier fertig und dann den anderen. Wenn wir natürlich richtig viel Glück haben und von den Göttern der Feuermagie gesegnet sind, dann kriegen wir gleich noch einen Super-Pip. Dann können wir gleich den Feuerkobold da drauf machen. Aber da bräuchten wir dann schon echt sehr viel Glück. Ich weiß gar nicht, wie hoch unsere Super-Pip-Chance im Moment ist. Da können wir dann gleich mal schauen. Nicht hoch genug. Weil die 80 werden nicht reichen hier. Und 100 schafft der Zauber nicht. Zumindest noch nicht.
Na, 84. Verpatzt. Hehe. Ich habe übrigens überlegt, ich werde doch mal irgendwann mal nicht demnächst. Aber irgendwann mal ein Haustier nochmal trainieren. Ich habe zwar hier kleinen Stachel und der wird uns wahrscheinlich auch lange genug begleiten. Aber einfach nur um das ganze Zeug, was ich da erzählt habe, zwecks dem Pet-Training. Ach guck mal, das ist ein Ding hier. Mit dem Pet-Training, dass man das nochmal praktisch zeigt, weil ist, denke ich, nicht schlecht. Ich könnte natürlich auch versuchen, mir tatsächlich ein Feuerhaustier anzuzüchten. Wo ist denn jetzt hier der Teleporter da hinten? Weil normalerweise so Haustiere wie das hier, also was halt hauptsächlich darauf ausgelegt ist, hier selber im Kampf zu zaubern und zu heilen, da haben eigentlich relativ wenige. Also die meisten, die gehen dann doch eher auf Resistenz, Angriff, Kritischrate. Achso, das habe ich noch gar nicht erklärt, was kritisch überhaupt ist. Sich fernzuhalten, wenn du gegen ihren Anführer Skellig antrittst. Jetzt kann dich nichts mehr davon abhalten, Skellig, wenn dir der Weg nicht klar sein sollte. Komm hierher zurück, wenn du herausgefunden hast, wie man in das Fort. Ich erklär das einfach mal jetzt schon, weil ich gerade kein anderes Gesprächsthema habe. Bin ich ehrlich. Wieder ein bisschen spontan die Aufnahme. Naja. Es gibt später noch ein System, womit man mit einem Zauber... Die Türen sind versiegelt. Hier ist mächtige Magie am Werk. Es muss eine Möglichkeit geben, dort hineinzukommen. Mit dem es die Möglichkeit gibt, mit Zaubern doppelten Schaden anzurichten. Und das meinte ich gerade mit dieser Kritischrate, aber das kommt irgendwann später. So, wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier irgendwie in das Fort reinkommen. Diese Türen wurden von Tulin, einem mächtigen Grendel-Schamanen, versiegelt. Nur diejenigen, die einen Runentalisman tragen, können sie passieren. Um einen Runentalisman zu erhalten, musst du Tulin besiegen und ihm seinen abnehmen. Besiege Tulin und hole das Totem bzw. den Talisman. Tulin. Der Name sagt mir noch was. An den kann ich mich noch erinnern. Auch wenn es theoretisch schon... Okay, dann machen wir jetzt wieder Trick 17. Wir drücken auf Beenden. Sind im Charaktermenü. Können kurz warten. Drücken auf Spielen. Gleichzeitig drücken wir Taste nach unten, also nach zum Zurücklaufen. Und dann sind wir wieder aus dem Kampf raus. ist eine nette Technik. Ist schon ganz praktisch. Wobei das manchmal nicht geht. Ich glaube, da hat Wizard irgendeine Sperre mal reingebaut, aber ich weiß keine Ahnung, wie das funktioniert. Du hast einen weiten Gott. Weg auf dich genommen, um mich zu finden, Fremdling. Sehr traurig, dass du deine Heimat nie wiedersehen wirst. Das werden wir noch sehen. So, Tulin hat 750 Leben und ist Mythos. Wir wiederum haben Opfern. Das ist schon Argument genug, damit können wir den auf jeden Fall besiegen. Ja, gut, der fängt ja schon mal grandios an. Verpatzt. Lalalalalalala. Komm schon, zeig mal, was du drauf hast. Schon ein bisschen seltsam. Manchmal gibt es Bossgegner, da denkst du dir, ja, was soll das? Und dann hast du mal welche, die machen dich völlig fertig. Wobei wir sowas noch nicht hatten, aber später kommen wirklich dann Kämpfe, wo du dir denkst, ach du Schande. Oh, Entschuldigung, gerade gegen das Mikro gekommen. Und los geht's. Haha. Nur wir sind die wahren Feuerzauberer hier, ja? Mann, ich will die geupdateten Spells haben. Also die, Remake-Versionen der, ersten Zauber. Ist ein bisschen blöd, aber naja.
Wir können ja mal Wetten abschließen, wann dieses Update denn irgendwann auf unserem Server dann verfügbar sein wird. Vielleicht so im August? Würde ich jetzt mal schätzen. Nee, das ist mein Ernst. Teilweise kann es sogar noch länger dauern, wenn man Pech hat. Ich verstehe wirklich nicht, was da so lange dauert. Aber naja. Oh, das Decathlon-Event geht nur noch einen Tag. Na gut. Was willst du machen? Ich habe beim besten Willen heute nicht die Zeit, mich noch hinzusetzen und dieses Decathlon-Event zu spielen, bis wir hinten bei den Dingern sind. Bei den letzten Belohnungen. Hatte ich das eigentlich in der Folge erzählt oder haben wir das in der Folge noch gemacht? Mit den Scheine für Gold kaufen? Ich meine, ja. Man konnte sich ja für 1000 Gold irgendwie gleich 10 Scheine, 4 Scheine holen. Hat der ernsthaft noch 5 Leben. Aha. Zwei, drei, zwei. Hihi. So, jetzt stirbt. Das Gute an den Zauber ist wenigstens, der kann ja nicht verpatzen. Unter Tulins Sachen findest du einen Runentalisman. Ein Runentalisman. Und wir haben eine Kapuze des Frostwebers bekommen. Können wir aber nicht ausrüsten. So, wie gesagt, hier immer bei den Höhlen schauen, ob irgendwas hier ist. Schaut aber nicht danach aus. Alles klar. Ja, ich mag auch dieses Ladebildschirmbild von Griselheim. Die haben sie ja auch neu gemacht. Es gab ja mal den einen Ladebildschirm, der war überall. Also du hast die ganze Zeit überall den gleichen Ladebildschirm gesehen. Und jetzt haben sie in jeder Welt einen anderen. Das ist schön. Haben sie damals neu gemacht. Fand ich eine sehr, sehr schöne Neuerung. Weil diesen Ladebildschirm, den hast du ja gefühlt seit 3 Jahren schon immer denselben gesehen. Ja, wahrscheinlich noch länger. Und irgendwann registrierst du den gar nicht mehr. Das ist einfach nur noch... Aha. Kenn ich schon. Und schon wieder bin ich nicht mit dem Teleporter gegangen. Was ist denn los mit mir? Schön, schön. Also eigentlich sollten wir da nachher fast schon fertig sein, oder? Mit dem Savastort Pass. Und dann, wie gesagt, könnte dieses Gebiet kommen, was ich mir nicht gekauft habe. Das wird noch eventuell problematisch, das schauen wir dann mal. So haben sie also unsere Krieger von der Festung ferngehalten? Ich könnte den lieben langen Tag deinen Namen loben, aber es sind Tage. Die Zeit ist gekommen, deine Bandklinge in den Kampf gegen Skellig. Oh ja. Gehe nach Draugard und vertreibe ihn aus diesem einst wunderschönen Ort. Skellig, Anführer der Grendel. Du siehst, dass der Runentalisman die Tore nach Draugard bereits geöffnet hat. Sehr, sehr gut. Und falls es so sein sollte, dass wir da nicht rein können, dann... Oh. Hoppla. Dann muss ich mir halt in der Aufnahme noch schnell, also nicht in der Aufnahme, aber schnell Cut machen und noch schnell Kronen kaufen. Das ist ja alles kein Problem. Närrischer, haarloser Winzling. Ich bin unbesiegbar. Nanu, eine dreifach gesegnete Spinnenfluchklinge. Geil wäre es natürlich jetzt noch, wenn wir wirklich die Klinge tatsächlich in der Hand hätten und dann, aber naja. Sowas kann man hier leider nicht erwarten. Och, der hat natürlich ausgerechnet so einen Sturmgegner dabei. Warum ist es eigentlich so kalt hier in meinem Zimmer? Uah. Ich habe doch vorhin noch die Heizung aufgedreht. Hä? Das Problem ist, ich komme jetzt während der Aufnahme da auch nicht ran. Zuerst Skellig oder zuerst den... Nee, komm. Wir machen zuerst den Grendelpfeiler, weil... Der ist mir nicht ganz geheuer. So,
So, da seht ihr das auch nochmal. Tod hat eine plus 40% Klinge. Habe ich in der letzten Folge erklärt, dass die Werte da unterschiedlich sind. Und der Skellig ist ja auch nur tot und tot. Ja. Ich sag mal so, wenn ich einen Sturmgegner sehe, dann klingeln bei mir ein bisschen eher die Alarmglocken. Das heißt, da gehe ich dann auch meistens zuerst drauf. So, wir könnten dann Meteoriteneinschlag machen. Dann hätte Skellig viel Schaden bekommen und der andere wäre weg. Aber schauen wir dann gleich mal. Oh, er scheint zu Eis zu greifen. Oh, gut, ist ja legitim. Letztens habe ich mir, was heißt letztens? Gestern habe ich mir Jump Force gekauft. Also das Spiel ist ja jetzt schon länger draußen. Ne? Wann ist das eigentlich rausgekommen? Kann ich mal nebenbei gucken. Wer Jump Force nicht kennt, das ist sozusagen ein, gegeneinander PvP-mäßiges Kampfspiel, wie man es, keine Ahnung, von Dragon Ball FighterZ kennt und so weiter und so weiter. Mit den verschiedensten Animes. Wann kam das raus? 2018, meine Güte, ist auch schon so lange her, ne? Auf jeden Fall damals, als das rauskam, war ich schon mega gehypt auf das Spiel und wollte es eigentlich haben. Gestern habe ich es mir dann endlich mal geholt, weil es mal reduziert war. Und dann dachte ich mir so, ja, warum nicht? Können wir mal zuschlagen. Und ja, es gefällt mir. Ich hatte ja erst Angst, weil... Naja, sagen wir es so... der gute Computer hier ist... nicht der Beste. Deswegen hatte ich Angst, dass der das nicht hinkriegt, aber... es läuft. Nicht in der besten Grafik, aber es läuft. Das ist schön. Ich werde es aber wahrscheinlich nicht auf dem Kanal Let's Playen, weil... Naja, dann würde ich schon gern eine bessere Qualität davon bieten und das kann ich mit dem Computer hier momentan nicht machen, deswegen... Erstmal nicht. So, ja... Wollte ich nicht eigentlich den Meteoriteneinschlag machen? Ich habe völlig, weil ich gerade am Reden war, völlig vergessen, was ich machen wollte. Gut, dann kriegt der Skellig jetzt unseren Höllenhund ab und wird dadurch dann sterben. Zwar erst nach 3 Runden, aber er wird sterben. Zack. So, da brauchen wir uns um den schon nicht mehr kümmern und der andere kriegt dann einfach nochmal einen Feuervogel, einen Sonnenvogel ab. 45 reicht auf jeden Fall aus dann. Oh. Jetzt heilt er sich aber nochmal. Ach du liebes Lieschen, ja, dann reicht's nicht. Ja, das war jetzt schlau gemacht. Oh, haha. Gut, mit dem Superflip konnte er aber nicht rechnen. Das heißt, wir werden in der nächsten Runde auf jeden Fall den Meteoriteneinschlag machen. Alter, was hat denn jetzt gerade für Probleme? Oh Gott, nein, Hilfe, lass mich in Ruhe. Oh, jojojojo. Jetzt liegt es in der Hand des Schicksals. Oh. Ich habe gerade gesehen, mein Mana ist runtergegangen. Das heißt, ich komme auch auf jeden Fall zum Angriff. Also alles gut. Da kann man schon mal ein bisschen in die Zukunft blicken immer. Also wird er wahrscheinlich verpatzen. Ja. Krass, wie man das so vorhersehen kann. Und wir treffen... Oh Gott, das war echt krass. Wahrscheinlich hatten wir mega Glück, dass der uns jetzt nicht weggefetzt hat. Weil das wäre für den natürlich ein leichtes gewesen.
Ja, aber alles in allem sehr, sehr gut. Langmantel des Frosts bringt uns nichts, Stinkekraut, Diamantkarotte und ein Schadensperidot. So, hier hinten ist das erste Buch, was wir sammeln sollen. Oder lesen sollen. Die Geschichte von Grizzleheim. Konur der Jüngere war weiser, als seine Jahre erahnen ließen. Sein Wissen um den geheimen Nutzen, vergangene Runen und Runen der Zukunft. Das Wissen, sie zu meistern, war Konurs Ziel. Runen, um Schwerter zu brechen, um mit Vögeln zu sprechen, Brände zu löschen. Konur trat in der Runenkunde gegen den Runenweisen Hagar. Reich dank der Gnade des Sieges nahm Konur den Namen Hagar an und schloss selbst den Ring. Alles klar. Kann man mal schön ein bisschen Hintergrundgeschichte herausfinden. Ich finde diese Tatze überhaupt relativ schön hier, die auf dem Boden ist. Schön, schön. Dann gehen wir jetzt noch zurück zu Hagens Skjöldbrakar. Und dann müssen wir mit dem Savastad Pass fertig sein. Yay! Wie viele Gebiete gibt es eigentlich in Grizzleheim? Teil 1. Also, um das mal kurz hier mal anzuschauen. Wir haben hier einmal den Savastad Pass, dann haben wir Niedervellir und hier drei Unterkategorien. Die Mirkholm-Feste, ich glaube, das war das Gebiet, was ich meinte, was ich eventuell nicht bezahlt habe, also was ich mir nicht gekauft habe. Da müssen wir dann mal gucken. Rabennarb und die Vigrid-Tiger. Und der Hundelfjord ist ja jetzt erstmal egal. Weil das dann erst später im Spiel drankommen wird. Ja, schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Ich mag den Himmel über Grizzleheim mit den Sternen und den Wolken so. Ist schön. Ja, sehr schön. Also, mein lieber Hagen. Du hast gute Arbeit geleistet. Im ganzen Tal halten die Geräusche deines Kampfes wieder. Jetzt wird jeder wissen, ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß. Wenn ich Björn mal wieder sehe, werde ich dich in den höchsten Tönen loben. Du kannst jetzt gehen und ihm sagen, dass es eine Ehre für uns wäre, wenn du unserer Gruppe beitreten würdest. Vielen lieben Dank. Dann jetzt zurück zu Björn Isenklau und dann schauen wir mal, ob er uns jetzt zum König vorlässt. Schöner großer Wasserfall hier hinten. Gefällt mir. Ach, hier gibt es auch nochmal einen Angellehrer. Ach nee. Hä? Doch, Ausbildung. Fische rufen. Ja gut, das ist alles. Das Gedöns können wir uns dann später anschauen, wenn es soweit ist. Momentan wisst ihr damit wahrscheinlich nicht besonders viel anzufangen. So, lass uns rein. Es ist schön, dich wiederzusehen. Es geht dir anscheinend gut. Hast du bei Hagen viel gelernt? Berichte deiner Taten kamen wie auf den Schwingen des Windes hergeflogen. Es wäre noch immer zu früh für dich, den König zu sehen. Taten wachsen, wenn sie weitererzählt werden. Dein Ruf ist bereits... Ich spüre, du bist in deiner Heimat ein großer Krieger. Dort, wo du herkommst, werden Helden sicher dringend gebraucht. Du solltest nun nach Hause zurückkehren. Was? Aber denke daran, du bist in Grizzleheim jederzeit willkommen. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Anscheinend... Hä? Okay, das verstehe ich jetzt gerade nicht, weil ich dachte eigentlich, dass die Story jetzt weitergeht. Aber sie geht nicht weiter. Hä? Joa. Gut. Da muss ich mich wahrscheinlich nochmal belesen, aber es könnte sein, dass die... Was ist das bitte für ein Grafikfehler? Guckt euch das mal an hier. Der bewegt sich nicht. Egal. Dann scheint es wohl irgendwie so zu sein, dass selbst der erste Teil von Grizzleheim nochmal extra aufgesplittet ist in unterschiedliche Teile. Weil wir haben jetzt keine Quest mehr hier. Gut, ich werde mich mal informieren bis zur nächsten Folge und dann schauen wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Und falls es in Grizzleheim nicht weitergeht, dann werde ich entweder mich um das Angeln kümmern oder wir werden nach Marleybone gehen. Das schauen wir halt dann. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.